Hallo, ich kann mich eigentlich beruhigen. Zurück, ja. Dafür brauchst du den Stress. Hat geklappt. Bitte komm in den Wohnzimmer rein. Oh, die bitte nicht. Ich lauf. Untersuchen. Mal auf. Each's Cube Connector. Das ist halt nicht kaputt gegangen, das ist schon erstaunlich. Das ist ein Würfel. Sollte kaputt gehen. So, er wurde von einem Block hin und her geschleudert. Jetzt ist die Frage. Machen wir mal Korn. Okay. Weißt du, was auffällt? Ich habe noch keinen einzigen Headshot bekommen, also schon drei Stück. Das freut dich, oder? Da war ein Resident Evil 1 Ding. Dadurch. Das heißt runter. Und dann durch das Chefsbüro. Von einem zum anderen. Eigentlich ist es bis jetzt unser schwerstes Resident Evil, oder? Ne, immer noch der einzige schwerste. Ja. Obwohl ich sagen muss, dass Resident Evil 1 Remix sogar speichert wird. Dass das Remix vom 1 viel einfacher war als das Original. Aber ist es hier nicht auch so? And we get what? Heißt das auch nur schön Techniker spielen? Ja. Cool. Passt doch. Dann gehen wir mal zurück. Geh raus. Ah, ja, stimmt. Du musst Album schon versorgen. Nein. Sie haben einen Anruf. Prescott City Police? What can I do for you? Hello? Good to see you again, Claire. Wiedersehen? Finished business. Hat sie gerade Wiedersehen gesagt? Keine Ahnung. Wer war das überhaupt? Keine Ahnung. In the neighborhood, you'll find it. Sherry, all right? For now. Oh, okay. I'm sorry, you bastard. You hurt her. Stupid kid. If you just hadn't dropped that fucking thing, I could let you go. Es gibt eine Mission, da wo ich so eine worry, Sherry. So viel, dass ich Sherrys Abschnitt innerhalb von 60 Sekunden schaffen soll. There has to be a way out of here. Oh, du bist jetzt mal Sherry. Da fehlt er beim Klotz. Ein Klotz am Bein. Beim Messer. Kannst du ihre Arme normal halten? Uah! Das Ding hässlich. Mhm. Hier ist jetzt ein Messer drin. C4. Ein Klotz. Einmal dein Bruder. Nein.
Oh Gott! Sterne. Das muss hier rechts ein Stern sein. Hier ein Viereck. Ach, Gottes Willen. Muss irgendwo in der Mitte sein. Hier ein Dreieck. Ja, jetzt sind wir nicht. Man! Hier habe ich mehrere Steine. Ach, da ist auch ein Dreieck, genau. Da brauche ich irgendwas, da wo ein Kreis und Viereck nebeneinander ist. Wie das? Man? Ja? Ja. Ich hab da nicht. Hä? Hey, warum sollst du das denn locken? Das geht auch nicht. Ein Viereck mit einem Kreis runter. Das funktioniert gar nicht. Hä? Meine Fresse. Viereck und kannst Kreis. Kannst du die auch? Alle, kannst du nee, kann ich nicht. Das ist, was ich sagen muss. Viereck. Das da. Das passt. Da brauche ich einen Stern. Und ein Dreieck. Wie das eine Stück nicht passt. Links passt, rechts passt, unten passt. Was hast du mit meinem Stück alles? Was hast du mit dem nicht passenden Stück alles? Links oben passt es, rechts oben passt es, rechts unten passt es, nur links unten passt es nicht. Habe ich hier noch ein Viereck? Nein. So. Habe ich hier noch mehrere Vierecke? Ja. Ja. Das passt nicht mit dem Dreieck zusammen. Habe ich hier mehrere Sterne? Nein, nur einen. Nochmal kommt da alles. Stern. Nein, ist nicht. Ja. Nein. Ist auch nicht. Achte erstmal darauf, was. Da hast du ja den Stern und den Mond. Bei dem. Nee, das, was du eben hattest. Hier, das passt. Achso, ist ein Dreikoben, okay. Das passt. Nein, das passt nicht. Da, eins passt davon. Nee. Das würde jetzt alles passen, aber hier fehlt halt einer. Und das muss man 60 Minuten schaffen. Ja. Weißt du, jetzt passiert es nicht. Der würde ich hier reinpassen. Den Kreis auch nicht. Den Kreis. Nicht der richtige Kreis. Auch nicht der richtige Kreis. Was ist das für ein Scheiß? Ich muss verschiedene Blöcke. Nein, eigentlich nicht. Nein, ich meine, es ist vielleicht auch noch finden könntest. Obwohl, dann kannst du den entweder wegnehmen, eigentlich. Theoretisch. Hier ist es genau verkehrt rum. Ich kann
das eh nicht mehr in 60 Sekunden schaffen. Da brauche ich ein Messer. Was? Ja, das soll ich machen. Und irgendwo noch was? Schlafzimmer? Ne. Das ist das einzige Rätsel, was ich machen kann. Warte, jetzt hat er noch was gesagt. Kannst du noch einen Lock finden? Nee, hier passen nur vier rein. Nein, nein, der hat eben noch was im Stellblock gesagt. In der Karte. Öffne die Karte. Nein, was? Schlafzimmer. Achso, ja. Entschuldigung. Wenn du rausgehst. Ja. Schau doch erstmal, dass du nur eine der drei richtig hin bekommst. Ja, ich versuche ja gerade beide gleichzeitig richtig hinzubekommen. Das ist das Problem. Genau. Erstmal auf eins konzentrieren. Bitte. Meine Fresse! Warum muss das nur so gerade ein Scheißrätsel sein? Hier bräuchte die Doppelsterne. Hab ich keinen Doppelstern? Nee, so ein Scheißstern. Hier ist ein Doppelstern. Nicht hier. Der könnte halt auch noch hier reinpassen. Was? Geht doch! Hä? Du hast eine Schäbel gefunden. Kein Messer. Wahrscheinlich hatte ich genau immer einen Block. Falsch. Ja. Oh, das ist aber ein süßer Hase. Was ist das für ein Versteck? So. Hoffentlich ist der Pizza gut von ihm verstellt. Was ist das? Da war der alte gerade dran. Die sind im Waisenhaus übrigens. Das ist mir das schon gesagt. Halten. Ja. Warum zeigt das Sherry eine Hose trägt von selten vor bei einem weiblichen kindischen Spielcharakter? Sonst tragen die mal ein Röckchen oder ein Kleidchen. Aber nie eine Hose. Im Waisenhaus schon. Vielleicht war er Waisenhose, dass sich auf Waisenhaus reimt. Das wird definitiv eine Snoop-Bar. Hm? Das wird ein Sneak-Part. Mhm. Dass du den machst. Sneaker sind sehr, sehr schlechte Freunde. You need the key. Darn it, I need the key. Da liegt was. Toms Tagebuch. Wer ist Tom? Vor 2 Monaten habe ich Oliver einen Brief geschrieben. Immer noch keine Antwort. Nichts. Aber so ist das immer, wenn einer da adoptiert wird. Er lebt bestimmt wie ein König in einem prächtigen Haus und hat uns vergessen. Ich dachte immer,
Oliver wäre anders und würde immer mein Freund sein. Vielleicht bin ich falsch. Anne hat heute den Kleinen eine Geschichte erzählt. Sie hat gesagt, dass alle Kinder, die adoptiert werden, von den schwarzen Männern gefressen werden. Deshalb hört man nichts mehr von ihnen. Ich weiß zwar nicht, woher sie solche Ideen haben, aber sie wäre bestimmt eine gute Autorin von Horrors Frontromanen. The Promised Neverland. Was? Das ist ein Anime, der aktuell läuft. Da gibt es ein Waisenhaus und alle Kinder, die adoptiert werden, werden von Monstern gefressen. Hier stimmt was nicht. Und zwar nicht nur Annes Geschichten. Versteht mich nicht falsch. Ich war schon immer an schlimmeren Orten. Und wir werden zwar von einem großen Pharmakonzern gesponsert, aber warum dürfen wir niemanden anrufen und nicht raus? Warum sind hier so viele Ärzte? Und was sind das für Spritzen für jeden Tag? Das ist fast wie... Ich werde adoptiert. Ja, ich. Die meisten Leute nehmen kleinere Kinder und ich dachte immer, ich wäre zu alt. Aber ich freue mich schon... Ach was, ich bin total aus dem Häuschen. Am 20. reise ich hier ab. Ich werde alles tun, um ein guter Sohn zu sein, auf dem meine neuen Eltern stolz sein können. Oliver ist heute mitten in der Nacht aufgetaucht. Er war total fertig und schrie um Hilfe. Ich habe ihn erst gar nicht erkannt. Seine Gänsehaut... Gesichtshaut blätterte ab. Die Lehrer und Ärzte kümmerten sich um ihn. Sie sagen, es sei nur eine Hautkrankheit. Er würde bald wieder gesund. Dann können wir wieder zusammen Abenteuer erleben. Diese Kinderzombies? I hope not. Vielleicht musst du ja mit Sheldon Oliver kämpfen. Warum müssen alle Bösewichte klassische Musik hören? Was gruselig ist. Frag, was ist, wenn du erwischt wirst. Hast du Lebensanzeige? Nee, ich schreie einfach weg. Okay. Was will ich hier? Du hast euch erwischt. Spürt in den Tisch. Musst du so einen fetten Schädel haben. Ja. Was will ich hier? Das ist wahrscheinlich die Anzeige. Das heißt, du erwischt wirst, bist du tot. Tagebuch. Es. Ach komm, Tagebuch. Wenn du das liest, ruft die Polizei. Hier sind schwarze Männer, die alle auffressen. Viele schwarze Männer. Hilfe, sie kommen. Hilfe, Mami. Oh, ich mag so ein Kind damals schreiben. Sadist. Warum? Weil es so schwer zu lesen ist. Kannst du die untersuchen? Nein. Frage, warum hat denn. Ist das eine Puppe? Ist das eine Puppe, oder? Ist das eine Puppe? Das ist eine Frau. Das ist eine Frau, das erkenne ich selber. Das ist ein Frauenzombie. Was will ich hier? Oh, finden. Was? Der Tisch schaut wirklich aus. Where you going, Sherry? I told you to stay put. You need to learn to listen. Leave me alone. Listen, just sit down. Just please. Time to teach some manners. You little bitch. Geiler Move. You're gonna pay for this! Oh, you little shit! That's not fair, of course. Ob der so lange aufhalten wird? You are gonna be so fucking sorry! Go away! Also, du kannst dich erstmal verstecken. Help! Somebody, please!
You stupid bitch, that's a dead end! Das glaubst du? Ja, versteck mich so. Das ist eine Sackgasse. Versteck dich so. Nein. It's all over now. Doors locked. Oh mein Gott, Godzilla kommt. Where are you? Show yourself. I know you're in here. The longer it takes me to find you, the worse it's gonna be. Wo ist denn Schlüssel noch klauen? Oder auch nicht. Weißt du? Einfach. Du kannst ja nicht interagieren. Wenn du seinem Arsch standest. Der macht mir den Weg frei. Mhm. Der ist Karklas. Oh Gott. Was? Achso. Ach, just gotta be here somewhere. God damn it! Sackgasse? Maybe. Okay. Wie kommst du jetzt raus? Oh. Gerade. Ah, das hat's Schlüssel geklaut. Und den einsperren. Mhm. Du bist ein nettes Mädchen, du machst sowas nicht. Fuck is my key. I see you. Echt? Tust du das? Nein! Ach nee, jetzt! Oder? Welche Tür ist noch verschlossen? Keine mehr. Mach mal einfach alle Türen auf. Ah, okay, jetzt bist du im Garten. Das Mädchen. Wow! Oh Gott, hier ist Johnny! Ja? Woher hat er die Axt? Alter! Er rennt mit Klangs und ein kleines Mädchen hier. Ist ja natürlich schon. The game is over! No! Now you're in trouble! Let me go! Das macht der Krieg. Ja! Leute, jetzt so ein Wesenbücher nochmal. Warum hat der Turret sie beschützt? Zufall? Warum ist eigentlich gekommen? Ich weiß ganz genau, warum sie beschützt hat. Ist der große Turret gleiche Vater? 30 Minuten zuvor. Da war der vorherige Part. We've got unfinished business. What are you talking about? Don't waste my fucking time. Jetzt das Gespräch ja schon. Bring me the pendant or Sherry dies. Pendant? What do you need it for? Do you want the girl to die? Fine.
Where are you? Ja, sie hat aufgespritzte Lippen. The orphanage. Where is that? In the neighborhood. You'll find it. Sherry, all right? For now. Hat sie das Sherry gesagt? You hurt her. Sherry's all right. Are you serious? Also ich weiß auf jeden Fall, dass der Tyrant dann nicht bei mir ist. Damn it. Hm? Damn it. Warum? Garagenschlüssel. Just you wait, asshole. Das ist immer der Pro-Tyrant, der hinter dir ist der normale Tyrant. Was wollte ich machen? Danke. Warum ist der Raum eigentlich noch so untersuchbar? Ich weiß es nicht. Das heißt, dass ich jetzt wieder nach unten muss. Das heißt, warum ist der Heizraum? Durch und dann mit seinem eigenen Shirt. Will ich hier stampfen? Schrei ich. Wie ein Mädchen. Ein Ja, das will ich hören. Das hat echt am Funktionieren, oder? Hm? Das hat echt am Funktionieren, oder? Nur nicht unbedingt. Mach jetzt nur deinen eigenen Stand. Hoffe ich. Wie ist das Wasser? Es ist anders. Ich werde ganz feucht. Und ja, das muss man so sagen. Wir brauchen eigentlich bloß noch den Kreuzschlüssel, oder? Ja. Ich will hier nochmal kurz rein. Also schauen, dass ich in die Kanalisation nochmal reinkomme. Was? In die Kanalisation? Ja. Okay. Weißt du, was mir da auffällt? Hm? Wir können jetzt Rebecca's Foto holen eigentlich. Was? Wir können eigentlich jetzt Rebecca's Foto holen. Das ist mir vorhin schon aufgefallen. Dann rennen wir zur Partnerin. Komm ich hier hin? Hier ist noch blockiert. Schau nach. Aber eigentlich muss St. Tyrant ganz viel kaputt sein. Weil er hat sich ja durch den Boden gezogen. Das ist ja noch schlimmer. Müssten nicht eigentlich alle Resident Evil Helden beim Hauptcharaktere total Übermenschen sein? Basti? Hä? Müssen eigentlich alle Resident Evil Hauptcharaktere total Übermenschen sein? Was sie immer für den Scheiß anstecken dürfen? Ja. Also hier ist der Weg kaputt. Mhm. Ich komme nicht mehr in die Untergrundtreppe. Vielleicht gibt es irgendwann nochmal eine Möglichkeit. Vielleicht. Irgendwie ein Platz oder so. Dann packen wir die wieder weg. Und sonst gibt die noch. Ja. Wo bin ich denn? In the city. Ein Gebäude mit bunten Glasfenstern. Darf ich da durch? Danke. Du
auf ein Messer, aber egal. Ja, ich wollte eigentlich gerade benutzen, aber das wollte dann auch nicht. Nein! Ich streite nicht über die Zombies. Ist aber kein Nächster da drin? Doch. Looks like the only way forward. Ich hab sogar noch zwei Messer. Hey, schon. Warte, du überdenken oder was? Nein, jetzt kommen nämlich die Hunde, jetzt bist du dran. Fick dich! Jetzt zum nächsten Part. Ciao.